So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go auf dem Kanal Ramses, der Dicke. Ihr seht, der Schlafanzug ist am Start. Das heißt, wir befinden uns immer noch in Quarantäne. Ich habe aber schon angekündigt, selbst in Quarantäne möchte ich trotzdem den Community Raid stattfinden lassen. Auch wenn ich nicht aus dem Haus gehen kann, habe mir jetzt da was überlegt. Ja, habe mir jetzt auch mein Brettchen hier geholt. Da packe ich jetzt 3 Handys drauf. 3 Handys statt 6 Handys, wie sonst immer. Sonst, wenn wir draußen unterwegs sind, am Ort an der Arena, suchen wir uns immer ein feines Plätzchen, legen da 6 Handys ab, laden damit 2 Handys Leute ein. Jetzt habe ich 3 Handys, und zwar das, mit dem ich aufzeichne, und die 2 iPhones wieder. Und so kann ich 2x5 Leute einladen, plus selber mitmachen. Und so ist es eigentlich perfekt. Natürlich das blaue IKEA-Tablet. Durch das habe ich auch überall die Möglichkeit, die Handys abzulegen. Wieso bin ich da nicht eher drauf gekommen, das immer so zu machen? Warum eigentlich mit 6 Handys vor Ort, wenn ich sowieso 10 Leute einlade, und den Stress überall rumzudrücken? Jetzt möchte ich euch erstmal zeigen, wen wir einladen und wann der Raid stattfindet. Dazu gehen wir hier mal auf den Community-Tab auf dem Kanal. Das seht ihr. Erstens habe ich hier so eine Übersicht gepostet, nochmal vor 36 Minuten. Darkrai in legendären Raids, dass ihr auch die WP-Anzahl wisst. Das 100er ist 21,36 oder mit Wetterboost 26,71. Ihr versucht natürlich eh jedes zu fangen. Ihr müsst nämlich selber fangen. Ihr könnt euch nicht einfach eins rübertauschen oder beim Glückstauschen ein gutes erhalten. Darkrai ist ein mysteriöses Pokémon. Man kann Darkrai nicht tauschen. Auch wer das Shiny haben möchte, ihr könnt das nicht tauschen, ihr müsst das selber fangen. Beste Konter sind hier angezeigt, eben Kampf, 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 Kampf. Nehmt also Kampf-Pokémon, nehmt die Mahomai-Armee, nehmt Meistergriff, nehmt Lucario, nehmt Hariyama. Alles, was mit Kampf zu tun hat, ist gut gegen Darkrai in erster Linie. Und hier oben haben wir dann den Community-Raid. 11.14 Uhr, jetzt ist es 11.05 Uhr. Ich möchte euch mal kurz vorlesen, wer da alles dabei ist, wen wir einladen. Diesmal lädt Ramses Raid Party und Ramses Raid Mania ein. Habe nämlich gedacht, die anderen haben so viele Freunde mittlerweile, da muss ich die immer, wenn ich die geedit habe, dann beschriften. Warum nehme ich nicht einfach die 2 blauen Accounts ohne Freunde, edde einfach nur die 5, die mitmachen, und habe dann einfach nur die 5 drauf, die mitmachen. Ist zum Einladen auf jeden Fall viel besser. So, 11.14 Uhr, Darkrai Community Raid, Ramses Raid Party, Ramses Raid Mania. 23 Leute oder 23 Kommentare stehen mir. Wir gehen mal runter, ja, auf alle Anzeigen und nach unten gehen, denn dann habe ich die ersten 10, steht ja auch oben. Und das ist Kulidita, Henry Nicky, Genaya, Lennart und Lucian. Das sind die ersten 5 auf dem einen Account, und die anderen 5 sind Carsten, Blood and Tears, Leon XMX, Creepy und Mibo. Diesmal hat Carsten nicht geschrieben, bereits befreundet auf beiden, weil die haben ja keine Freunde, der ist sonst eigentlich wirklich bei jedem. Sorry an den Rest, der es jetzt nicht reingeschafft hat hier. Wurde von dir entfernt bei Ramses Raid Party und direkt wieder hinzugefügt, lol. Ja, weil der Lennart hat gestern mitgemacht, den Mega Gengar Raid. Natürlich habe ich heute vor dem Edden erstmal alle entfernt, die drauf sind. Weil da ja eigentlich keine Freunde drauf sind. Und habe dann geedet. Ich gucke doch nicht vorher, wer drauf ist und wer nicht. Also nicht wundern, auch nach dem Raid werden wahrscheinlich alle wieder entfernt müssen, ja, für Raids für Zuschauer. So, wen aber sonst, den man da kennt. Ich bin aber schon befreundet. Doris. Keine Freunde, Doris. So, 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 falls noch einer frei ist. Nee, ist nicht, leider nicht. Also, ich habe es auch oben hingeschrieben, alle Anfragen sind raus, 11.14 Uhr, wir melden uns also gleich zurück im Community Raid. Ich muss das nur mit dem anderen Handy jetzt aufnehmen, und vielleicht kann ich das ja auch öfters machen, während Darkrai da ist, einfach mal 10 einladen von zu Hause, wenn ich nicht so alleine bin, denn Darkrai möchte ich ja das 100%ige dann auf Level 50 haben, wenn es wieder weg ist. Das heißt, 100 Raids machen für die XL und hoffen, dass irgendwann ein 100er kommt. Aber das kann auch mehr als 100 Raids dauern. Jetzt fix was fangen und dann sehen wir uns, wenn der Raid aufgeht. So, jetzt ist es 11.14 Uhr und eigentlich wollte ich jetzt einladen. Der Raid ist auch jetzt eben aufgegangen, aber es steht die ganze Zeit da keine Internetverbindung. Deswegen muss ich jetzt mal warten, bis ich wieder Internet habe.
oder Kabel Deutschland anrufen und fragen, ob sie mir mal kurz ein Internet geben können. Da ist das Internet zurück, das heißt, wir können jetzt drauf. Ich sehe aber schon auf den anderen zwei, auf den iPhones, dass nicht alle angenommen haben, was ich nicht nachvollziehen kann. Da die Nachfrage. Ach Mann. Da die Nachfrage eben größer ist als die vorhandenen, als die verfügbaren Plätze. Und dann nehmen die auch noch Plätze weg von denen, die wirklich Bock haben, weil sie einfach halt dann nicht reinkommen. Keine Ahnung. Ich habe jetzt hier Kulidita, Henriniki, Lennart, Cenaya auf dem einen. Und da fehlt einer. Ich weiß aber nicht, welcher fehlt. Und irgendwie lädt sich jetzt hier tot und ich... Keine Ahnung, komm nicht drauf. Vielleicht soll ich jetzt die App nochmal neu starten. Das ist halt das... Wenn man das zu Hause macht, im WLAN, funktioniert halt einfach gar nichts. Wenn man unterwegs ist und gibt Hotspot mit dem normalen Handy, da funktioniert alles. Das ist sehr gut. Aber das WLAN scheint wieder ein bisschen Faxen zu machen. Wir drücken jetzt auch mal hier drauf, dass wir wenigstens hier schon was da haben. So. Wichtig. Ich habe mir extra eine Arena gesucht, die sehr außerhalb ist, damit da keine anderen Leute rangehen. Ich hau jetzt erstmal die zwei iPhones hier rein, ja? Und dann laden wir jetzt erstmal die Leute hier ein, dass das klappt. Also Kurli, Henry, Lennart, Cenaya, Blood and Tears, Creepy, Mibo, Carsten, Leon, X, irgendwas. Jetzt gehen wir mit dem Großen auch mal hinterher. Und der Fünfte auf dem ersten Handy hat immer noch nicht angenommen. Also keine Ahnung, wer das ist. Ich habe auf jeden Fall alle 10 Leute geaddet. Ich habe auch jedem ein Herz gegeben, den ich geaddet habe. Aber es fehlt einfach einer. Da hätte ich natürlich einen anderen dafür adden können und einen anderen einladen können. Aber das weiß ich ja vorher nicht, dass da jemand nicht annimmt. Jetzt suche ich mir hier noch ein Kampfteam raus. Einfach mal so. Und dann hier. So, das sieht gut aus. Das sind jetzt die ganzen 100 da, was natürlich doof ist, weil ich letztens extra 2 Krypto-Machomai hochgepowert habe. Hochgepusht. Gepower-upped. Ein 98er Krypto und ein 96er Krypto. Trotzdem. Das sind mal 12 Leute in der Lobby. Da hat sich wieder einer reingeschlichen, oder? Mibo? Kribi, Carsten, Blood and Tears, Leon. Ach nee, doch, das passt ja. Es sind ja nur 9 plus 3, also normal sind wir ja 16. 16 und jetzt sind wir halt nur 12. Komische Sache. Einer fehlt auf jeden Fall trotzdem. Adi raschelt schon wieder fröhlich hinten in seinen Chipstüten rum. Wir ziehen jetzt durch. Wenn ihr wisst, wer gefehlt hat oder wenn du derjenige bist, der gefehlt hat, schreibt es mal in die Kommentare und vor allem, warum du gefehlt hast. Hast du die Zeit vergessen oder hast du dich eingetragen und dann ist das Handy explodiert oder was ist passiert? Ich weiß es nicht. Jetzt drücken wir hier und sehen, dass die zwei iPhones sich aufhängen. In der Mitte kann ich theoretisch drücken. Links habe ich nur einen Ladebildschirm die ganze Zeit. Rechts kann ich auch kämpfen, aber das Stadion sieht komisch aus, weil das einfach total schwarz ist. Sieht auf jeden Fall komisch aus, egal. Wir sind genügend Leute, 11 Leute sind drin, das heißt, einer hängt noch. Das wird sicherlich meiner sein, der hängt. Das heißt aber auch gleichzeitig, dass die anderen Eingeladenen alle drin sind und das alles passt. Wir knüppeln drauf, er ist jetzt auch schon bei der Hälfte. Vielleicht scheint er doch leichter zu sein, als ich dachte, weil bei Giratina dachte ich, okay, so 3 Leute... No problem, 2 Leute sogar machbar. Hier brauchst du bestimmt mehr, aber wenn das so weitergeht und du gute Kampfangreifer hast, wirst du hier vielleicht sogar auch mit einem 5er-Pack normal über die Raid-Gruppe da Erfolge erzielen. Kommt halt immer auf die Pokémon an. Es kommt noch nicht mal wirklich auf euer Level an. Es kommt wirklich in erster Linie auf eure Pokémon an. Ist auch jetzt gleich tot. Nach 70 Sekunden. Das ging relativ gut. Jetzt kann ich trotzdem nicht schauen, weil hier, da ist das Stadion schwarz, mit dem zeichne ich auf und hier, der hängt immer noch im, ja, der hängt immer noch sonst wo rum. Also keine Ahnung, was das Problem ist. Da
gibt es natürlich keinen Shiny raus, wenn das so aussieht. Wir drücken mal kurz auf dem Kleinen uns durch, schauen, ob es hier was gab. 21,36 war, glaube ich, der 100er Wert. Das hier ist ein 87%iges, das habe ich mir jetzt alles ausgerechnet, mit 20,96. Und jetzt gehen wir mal auf den großen Meepo, letzter Angriff, Kulidita, Stylish, Shania, Kampfstark, Lennart, geballte Ladung, Henry Niki, Gigant. So, 19 Bälle. Der dürfte sich gut fangen lassen. Genau 21. Ne, natürlich wieder die goldene Beere. Nervig ist, dass der halt wieder hin und her geht. Ja, das kann ich überhaupt nicht leiden. Aber der Kreis dürfte passen, die Entfernung dürfte passen. Also, ihr braucht einfach wieder Geduld bei dem. Ihr braucht Geduld. Orientiert euch halt vielleicht an dem Geräusch, was er macht, wenn er angreift. Ansonsten warten, bis er in der Mitte ist, warten, bis er angreift, dann einmal curven, entweder eine 8 oder ein U. Manadi! Entweder eine 8 oder ein U. Der war vorhin beim Intro nicht hier drin und jetzt ist er hier drin und schon jo, macht er irgendwas. Oh! Jetzt wollte das Handy gerade reingehen in den Kampf und jetzt hat es ihn natürlich rausgeworfen, weil der Kampf gar nicht mehr da ist. Das ist sehr cool. So, wir warten also wieder, bis er angreift. Wir könnten auch mal den Ton anmachen. Dann hört ihr nämlich genau, wenn der angreift. Der hat so einen richtig kratzigen Sound. Das brennt noch so hinterher. Das finde ich auf jeden Fall richtig komisch. Wir warten jetzt aber, bis er in die Mitte geht und bis er wieder in der Mitte angreift. Das kann so nervig sein. Ich hasse Darkrai jetzt schon. Wenn der die ganze Zeit am Rand rumklebt. Kann ich mir vorstellen, dass die Leute da keine Geduld haben, dass sie einfach die Bälle draufwerfen und dann sagen so, ja, ich habe den nicht gefangen, ich habe noch kein einziges gefangen, habe schon 10 Stück gemacht, aber irgendwie haut der immer ab. Wenn die immer an den Rand werfen, wo der rumklebt, ist es natürlich nicht so schön, einfach fabelhaft zu treffen. Ansonsten, wenn du wartest, wie jetzt gesehen, bis er in der Mitte ist, wenn der angreift und dann curvst, müsste das ein sicheres Ding sein. Aber er klebt sich ja schon wieder an den Rand. Mit seiner blöden Marshmallow-Frisur. Ach, Zuckerwatte ist es da. Er hat einfach Zuckerwatte auf dem Kopf. Ja. Wenn ihr jetzt ein Shiny hattet beim Community Raid, schreibt es mal in die Kommentare. Wenn ihr ein besseres als 21 hattet, schreibt es rein. Wer hat das beste Darkrai gehabt? War vielleicht sogar ein 100er dabei? Schreibt es rein. Ihr seht, das funktioniert immer wieder. Sobald der in der Mitte ist, wird einfach drauf gefeuert und er haut wieder ab. Das war das Gute bei Giratina. Giratina war einfach mega aggressiv und hat die ganze Zeit angegriffen und er hängt halt in der Ecke rum. Das hasse ich jedes Mal, genauso wie bei Cresselia oder irgendwas. Jetzt habe ich auch nur daneben geworfen, aber Adi hat sich schon wieder als Braut verkleidet, hat sich wieder den Schleier um den Hals gemacht. Und er haut wieder ab. Los! Ach Mann, greif doch an, Junge! Oh, und dann wartest du immer so gespannt da drauf und denkst, jetzt und dann wieder nix. Das ist so nervig. Der reißt der Geduldsfaden, ne? Normal müsste man sowas auch zusammenschneiden, dass das Video nicht so lange wird, aber ihr kennt den Ramses. Der nimmt alles roh auf, ja. Roh und ungeschnitten, Ramses Videoformat. So muss es sein. Das Problem ist eigentlich nur, dass mein Videoprogramm so dermaßen ruckelt, dass es total nervig ist, irgendwie großartig was zusammenzuschneiden. Deswegen mache ich auch meistens One-Tapes. Da muss ich nur den Anfang und das Ende anpassen und dann kann ich das einfach exportieren, ohne dazwischen 20.000 Mal rumzuschneiden, weil ich eh nicht sehe, was ich schneide. Jetzt ist er aber drin. 2100 WP, 4 Bonbons bekommen, also 4 XL, das sieht gut aus. Mein Bestes, was ich jetzt habe, ist ein 98er. Shinies habe ich auch schon am Start, aber ich möchte natürlich ein 100%iges und hoffe, dass das bei den 100 Raids passiert.
Ihr könnt so lange mal hier rein und dann seht ihr bei Darkrai 4 Shinies auf der Hand. Das ist frisch gefangen, das 21er. Und dann haben wir hier noch 3 Stück übrig. Die können wir mal kurz bewerten, was das ist. Das ist nämlich noch ein 96er von letzten Jahr, 28.10. Hier ein 98er vom 4.5. gemaxt auf 40 und da ein 98er vom 4.11. gemaxt. Also zur Not könnte ich auch ein 98er auf 50 ziehen, aber ich möchte das 100er. So, Adi räumt wieder ab. Das war's, glaube ich, von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses. Hey. Wollknäuel. Ja, Mann. Beiß mich los in den Kopf. Was ist das? Was machst du da? Tschüss.